Und die Kamera läuft. Geht schon, ja? Ich begrüße euch, liebe Fußballfans, liebe YouTube-Abonnenten, liebe Austria-Fans. Ja, wir sind zurück aus der Sommerpause. Zack, das Fußballwelt ist wieder hier. Und es hat sich ja einiges getan, falls ihr es mitbekommen habt. Wir sind in der Bundesliga. Und Zack, das Fußballwelt hat sich aber im WFC nicht viel verändert. Ich freue mich, dass es wieder momentan, dass es wieder losgeht. Zur heutigen Folge. Natürlich Special Guest, erste Folge der Bundesliga, muss natürlich ganz ein besonderer Gast zu mir kommen. Er redet nicht wenig, schaut unglaublich aus, ist er schon verheiratet. Also schauen wir mal, was er zu sagen hat. Viel Spaß mit der neuen Folge, neue Staffel in der Bundesliga mit Zackis Fußballwelt. Und denke ich, was die jetzt denken, wer kommt jetzt? Ja, und da ist er, unser Überraschungsgast. Natürlich bin das nicht ich, sondern er, Sandro Zaccani, heute selbst unser Gast. In seiner Sendung, wir haben gesagt, von der Austria Klagenfurt, nachdem er ja so viel redet, möchte man auch einmal selber heute die Fragen stellen. Sandro, erste Frage natürlich, wir sind in der Bundesliga angekommen, die ersten Punkte auch schon gesammelt. Wie waren die letzten Wochen für dich? Wie waren die letzten Wochen mit der Mannschaft eine neue Fußballwelt für uns? Was ich erlebt habe mit dem Verein, alle Auf und Obst, gell, es waren alle zwei Jahre sind wir aufgestiegen, dann sind wir wieder aufgestiegen, dann hat es kein Geld mehr gegeben und das, was jetzt gerade abgeht, natürlich ein Wahnsinn. Wir haben alles erfüllt, was der Verein verlangt hat. Wir sind in allen Belangen profihaft aufgestellt und es ist einfach schön, da zu arbeiten, schön, noch immer bei der Austria zu sein. Natürlich hat es Zeiten gegeben, wo ich mir gedacht habe, wow, das wirklich antun, weil man muss ja auch wieder aufs Konto schauen und so eine Schmähen. Und das ist einfach so, ich sag's ganz ehrlich, wenn das und das nicht kommt, das und das nicht passt, aber wenn man Austrianer ist, bleibt man Austrianer. Und deswegen hoffe ich, dass wir weiter so erfolgreich sein wie im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren. Und jetzt in der Bundesliga Fuß fassen und unser nächstes Ziel natürlich soll Europa sein. Europa, das nächste Ziel, höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Das ist also tatsächlich jetzt die Marschrichtung, wo es hingehen soll. Ja, natürlich. Ja klar, im ersten Jahr, wir wissen alle, wollen wir nicht absteigen. Das ist kein Geheimnis. Wir wollen das etablieren in der Bundesliga. Aber wenn ihr jetzt ich als Fußballer, wenn ich reden darf, denke ich nicht an den Absteig, sondern denke ich, wo ist der von hier und ich schaue nicht hinter. Und wenn ich jetzt schaue, die Tabelle, wie jetzt zur Zeit läuft, und wenn wir weiter so arbeiten und punkten, dann geht das sehr schnell. Bei BRC, bei der Admira, die waren Hartberg, die waren alle in Europa League und haben selber in den ersten Jahren nicht gewusst, wie das gekommen ist und warum nicht. Wenn die Leute uns weiter unterstützen, immer mehr kommen, uns Vertrauen schenken, in den Stadion kommen, uns anfeiern, dann glaube ich, ist das kein Problem, wenn man top Mannschaft charakterlich top, super Trainerteam, und dann haben wir viel Freude haben. Du warst ja als Kind der Ronaldo vom Werthersee. Ich weiß, die Geschichte kannst du nicht mehr hören, aber trotzdem war das oft auch eine Belastung, dass man in dich auch noch höhere Erwartungen gesetzt hat, schon als Trainer? Ja, das ist eine gute Frage, ich habe nicht damit so viel nachgedacht, aber wahrscheinlich hat es hier Situationen ergeben, weil ich eben in meiner Kindheit, sagen wir mal so, sehr viel Deutung noch, und man kriegt sie nicht mit als 8, 9, 10, 11, 12-Jähriger. Aber man wird wahrscheinlich so umsetzen, man wird da mehr auf die aufgepasst im Spiel und so weiter. Und natürlich kriegt es auch von draußen, wenn man nicht drei Tore schießt, irgendwo, was ist los mit dir? Und das war ja in meiner Probekarriere so, wenn ich einmal nicht gut gespielt habe, war gleich wieder, sag ich, warum, was ist los, passt irgendwo, passt irgendwas nicht? So, Entschuldigung, darf ich auch nicht der Beste sein oder irgendwas? Also, es war immer der Umspruch, war aber an meiner auch. Das ist ein schöner Titel. Konnte man jetzt davon alles kaufen, aber ich werde es irgendwann mal mit den Kindern sagen. Sandro, jetzt gibt es auch einige, die über dich sagen, du hättest noch mehr in deiner Karriere erreichen können. Möglicherweise, es gab ja auch ein Angebot von Atletico in deiner Jugendzeit. Denkst du dir selber, stimmt, ich hätte noch mehr schaffen können mit vielleicht etwas mehr Ehrgeiz dort und da? Ja, absolut, hast vollkommen recht. Ich ab und zu spiele mir auch selber die Frage, ja. Wenn man einen schlechten Tag hat oder was, oder wir sind aber nicht so laut, wenn man sich gut spielt. Ehrgeiz möchte ich aber nicht sagen, weil Ehrgeiz habe ich fast zu viel gehabt ab und zu. Und ich habe gesagt, ich habe es damals ausgedrückt mit Ehrgeiz, gell, ich war halt emotionaler mit dem Ehrgeiz, aber du hast vollkommen recht, natürlich frage ich mich hin und da, ich habe auch von Holland Angebot gehabt, ich war da, Probetraining einmal, zweimal. Bei mir war es eher die Heimatverbundenheit. Muss ich ehrlich sagen, ich bin ein extremer Familienmensch, ich bin extrem auf Klagenfurt, ich war Mama-Kind wahrscheinlich. Mama, Papa-Kind auch, bei meinen Tränen und in dem Alter habe ich mir nicht vorstellen können, ich war ja, damals war ich erst
12, 13, also irgendwo hingehen, wenn die andere in Wien waren, irgendwo wollte ich noch Furt haben am See, da bei uns daheim, wollte ich Stadion kicken mit den Freien, irgendwo oder länger irgendwo sein, war für mich unerträglich, aber Heimweg gehabt, wenn ich nur da, ich weiß nicht, in St. Gundel war, da an Tag habe ich schon Heimweg gehabt. Und das hat mich dann ein bisschen gehindert, da diesen großen Schritt zu wagen. Du bist ja 2013 wieder zu uns gekommen. Wissen ja die meisten, war ja vor allem Wolfsberg, bist auch aufgestiegen mit Wolfsberg. Aber wie war das damals für dich? Zurückzukehren, wie du gesagt hast, dein Herzensverein, dein Wohnzimmer und dann wirst du hier ausgepfiffen. Ja, natürlich ist es nicht schön, ne? Da haben wir nicht reden. Es waren halt so zwei, in der Situation zwei marschierende Welten. Der WRC durch Bundesliga war und der zweite und die Austria ist gerade erst im Kommen gewesen. Und ja, natürlich denkst du halt, was habe ich getan, ja? Aber es sind halt richtige Fans. Wenn ich jetzt Fan war, hätte ich wahrscheinlich gleich reagieren, ja? Aber ich habe es akzeptiert. Ich habe gesagt, okay, ja, muss ich es ihnen halt beweisen, dass ich nicht zum Spaß bin, sondern dass ich Leitmannsdorfer bin, dass ich da was erreichen will mit dem Verein. Und ich glaube, sie haben dann bewiesen mit Aufstiegen und Titel. Und sie haben es mir dann auch natürlich sehr fair hoch umgerechnet. Gab es da eine Aussprache? Nein, Aussprache nicht. Eine Aussprache war ein Feld, da haben sie dann gesehen, dass ich, ja, ist so, ein Fan muss am Feld sehen, dass der was zusammenbringt, dass er sich einhaut für den Verein. Und mehr Aussprache kann es da nicht geben. Und ich glaube, das haben sie gesehen. Und dafür bin ich auch belohnt immer mit guten Leistungen. Jetzt haben wir ein super Verhältnis. Und jedes Mal, wenn ich ins Stadion gehe und die Fahne sieg, kriege ich Bauchkribbeln und Kanzelhaut. Wird man dich irgendwann auch selbst auf der Trainerbank erleben als Cheftrainer? Boah, das ist jetzt bei der Ausbildung unbedingt, aber generell. Ich weiß nicht, das glaube ich nicht. Ich war mal ein Jahr und neun Trainer, bei der Austria. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, war echt lieb, mit den kleinen Stoppeln immer zum Laufen. War auch erfolgreich. Aber ich weiß nicht, ob ich. Es ist natürlich so, es ist ein langer Weg, ja, zu einem Cheftrainer und übrigens zu einem Profitrainer. Aber bis man da hinkommt, weiß ich nicht, ob ich das emotional nur auf der Druck oder ob ich nur auf der Tribüne sitze. Das ist nicht so. Wärst du einer, der ständig vom Schiedsrichter auf die Tribüne geschickt wird? Ach, kann ich nicht sagen, komm, das muss man eigentlich jetzt am liebsten testen, aber wie das wäre, auch mit dem ganzen Druck, der Trainer hat Druck, weil der Trainer muss auch früher sein. Aber es ist nicht so, es ist glaube ich nicht so meins, wenn man ehrlich ist. Es glauben viele, oder es sagen auch viele, warum bist du ein Trainer direkt? Ich sage, ja, muss ehrlich sagen, ich sehe mich eher im Management jetzt, überhaupt jetzt nach diesem Jahr, wo ich es jetzt miterlebt habe. Das taugt mir wirklich, das ist was anderes. Natürlich will ich am Feld stehen, natürlich will ich das groß lernen, aber das Büro ist auch nicht so schlecht und auch mit den Jungs so auf einer anderen Ebene zusammenzuarbeiten, macht mir gar nichts, aber Trainer. Da muss schon einen Kurzschluss geben, glaube ich, bei mir, dass ich das in Angriff nehme, weil es reizt mir nicht so. Aber jetzt frage ich noch einmal, wie geht es dir, wenn du jetzt an der Outlinie stehst, zuschaust und es gibt zum Beispiel jetzt wieder Unterbrechung und Schiedsrichter macht den VAR-Check. Wie geht es dir damit? Wie schwer ist es da für dich, ruhig zu bleiben und jetzt nicht brüllend da zu stehen? Absolut berechtigte Frage, du kennst mich jetzt schon länger. Bin ich eigentlich komplett ruhig, weil. Kannst du nicht beeinflussen? Erstens einmal das. Zweitens einmal finde ich, obwohl wir nicht gesehen sind vom VAR, finde ich es top, dass es gibt. Weil dann gibt es gibt leider trotzdem Diskussionen, sollten aber nicht geben. Ich hoffe nur immer, dass es nicht, dass es bald keine mehr gibt, dass es alles klipp und klar aufgelöst wird. Trotzdem kann ich mich nicht einsteigern, weil in meiner Funktion muss ich eben ruhig sein. Ich bin auf 50 Schiedsrichter zusammen, das kann ich mir nicht leisten. Und bin auch ruhiger geworden, so ist es nicht. Ich war bei sehr geworden, weißt du? Komm mal noch drauf. Werd mal ruhiger, dann holt man hier den Schlitz. Mehr kriegst du davon, ehrlich gesagt. Ja, jetzt ist ja Sendung, jetzt ist ja nicht was anderes. Wenn ihr jemanden sucht, der auf einem Golfplatz heiratet, dann bitte fragt diesen Mann, wer hat eigentlich die Idee gehabt? Wahrscheinlich Sandro, oder? Ja, natürlich, ja, das war meine Idee. Zuerst hat mich meine Frau eh gefragt, ob ich da mal irgendwo reingehen kann. Ja, Golfplatz getroffen, ist nicht, weil das hätte ich schlimmer ausschauen, aber wo ich das erste Mal am großen Platz in Klagenfurt in Söltenheim gespielt habe, war eben das Inselloch, die 8, habe ich gesagt, eigentlich auf blöd reden, ja, ich will irgendwann mal da heiraten. Und dann habe ich gesagt, ja, freilich. Ja, und, aber wenn ich einmal blöd rede, dann sitze ich auch nicht dort um. Ja, es war ein schöner Tag, ein schönes Erlebnis. Es hat allen gefallen und ich werde es nie mehr leider erleben, weil ich heirate nur einmal.
Und dann haben wir noch einen Moment gehabt bei der Hochzeit, als wir vom Golfplatz dann zurückgefahren sind und von Weitem hörte ich schon Sandro Zaccani Sprechchöre und wusste auch nicht, von wem kommen die jetzt, und plötzlich sehe ich die Mannschaft, der Austria Klagenfurt, war überraschend da. Wahnsinn. Wie war dieser Moment? Ich habe schon einen ganz lauten Scheiß vom allerfeinsten. Unglaublich, ja, muss ich echt einmal danke, habe ich schon gesagt, aber einmal danke auch hier auf YouTube. Für die unglaubliche Überraschung von meinen Jungs. Ich bin mit der Patzi gefahren, vom Loch fährt man halt eine Zeit lang zum Restaurant, und wir haben den Bus gesehen. Wir haben einen violetten Bus gesehen und ich habe dann zu ihr gesagt, das war eine super Idee von Martin Ollinger, weil er uns das Fahrzeug zur Kirche arrangiert hat. Das ist eine super Idee, jetzt können wir alle zusammenfahren und können alle die Autos stehen lassen. Ja. Leider hat mich das dann getäuscht, und die Kurven gefahren, auf einmal steht die ganze Mannschaft oben auf der Terrasse und feiert uns, und das war natürlich ganz laut pur. Wir sind dann den roten Teppich aufgegangen und die sind spaliert gestanden, die ganze Mannschaft. Auch der Trainer, der wollte gar nicht mehr haben, der Trainer. Leider war er nicht eingeladen, ich werde jetzt selber wissen warum, aber nein, sie waren alle da, wir haben die Trainer in die Augen gehabt, wir haben einen Ball gekriegt mit allen Unterschriften. Das war einfach ein Wahnsinn, ja. Und ich möchte mich nur bedanken, wir waren völlig gerührt und das war echt eine Wahnsinnsüberraschung. Sandro Zaccani! Danke nochmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche oder in zwei Wochen. Schauen wir mal, ob der Zupfi Kamera holen kann. Sehen wir uns dann gleich wieder, wenn es heißt Zackis Fußballwelt. Danke Zupfi. Dankeschön, und wie sagt der Schneckerl? Gute Nacht.